Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ja, viele von euch haben schon lange danach gefragt, jetzt kommt sie endlich, die Folge Kartenkunde mit der neuen Map Polen oder auch im Game Studianski genannt. Die Karte vorweggenommen, muss ich sagen, gefällt mir absolut gar nicht und warum das so ist, das werden wir uns gleich anschauen. Auf der anderen Seite macht es das Ganze für mich ein bisschen einfacher zu erklären, weil die Karte nicht sehr viel hergibt, was Gameplay ermöglicht. Ihr kennt das schon, wir gehen wieder in die Standardansicht. Ich habe die Minimap auch extra groß gemacht, dass ihr mich gut verfolgen könnt, wo die Kamera derzeit hinschwenkt. Und wir teilen die Karte jetzt einfach mal wieder in die klassischen Bereiche auf. Wir haben jetzt hier den Norden. Der Norden ganz klassisch gekennzeichnet durch dieses Bachbett, was hier verläuft. Und ich würde sagen, der Norden ist alles, was sich nördlich der Bahnschienen befindet. Dieser Bereich war gerade am Anfang, wo Studianski rauskam, für viele sehr beliebt und nach wie vor, was ich nicht ganz verstehe, aber nach wie vor fahren hier viele sehr, sehr gerne hin. Das hat den Grund, dass es hier so einen Hügel gibt, von dem aus man hier rüber spotten kann. Das Ganze funktioniert von der anderen Seite auch. Das Problem ist, ihr habt hier kaum nennenswerte Cover und wenn ihr nicht in einem Medium sitzt oder in einem Panzer mit einer guten Gun Depression, mit viel Turmpanzerung, dann werdet ihr hier ja ziemlich schnell, ziemlich zerrupft. Auch zum Spotten eignet sich das hier so gut wie gar nicht, weil sobald ihr hier aufgeht, seid ihr einfach Hundefutter. Gerade wenn da noch zwei oder drei Artis im Spiel sind, so wie wir das jetzt hier haben, würde ich sagen, eignet sich das noch weniger, weil die Arti kann hier ohne Probleme reinschießen. Wir gucken uns das Ganze mal von der anderen Seite an. Da sieht es auch nicht viel besser aus. Wenn ihr hier gespottet werdet, kann hier hinten das ganze Team auf euch feuern. Und wie gesagt, die einzigen Panzer, die dann hier wirklich noch ein bisschen arbeiten könnten, wären so, ja, Petten etc. Panzer, wie gesagt, mit guter Turmpanzerung, mit viel Gun Depression. Aber seid gewiss, wenn ihr hier versuchen wollt zu wirken, dann werden die Artis euch unter Feuer nehmen. Und sobald ihr hier kaum Backup habt, was Heavys angeht, in diesem Bahnhofsgelände, ziehen die Heavys hier einfach durch und dann können die, ohne dass ihr nennenswerte Deckung habt, gnadenlos auf euch feuern. Ein weiterer Bereich oder beziehungsweise ein weiteres Argument, warum dieser nördliche Bereich kaum Sinn macht, ist, weil ihr hier auf beiden Seiten diese Inseln habt. Ihr habt hier eine Insel, wo die Kamera gerade drüber hängt, das gucken wir uns gerade an. Auf der anderen Seite identisch, da stehen dann gerne so Panzer wie ein Stritzwahn drin, die ihr einfach nicht aufbekommt, die dann ohne Gnade auf euch feuern, sobald ihr hier in der Querbewegung irgendwas versuchen wollt zu machen. Ansonsten haben wir hier nur offenes Gelände und wenn wir das Ganze noch ein bisschen extremer ansehen wollen, habt ihr auf beiden Seiten noch so einen lustigen Stein mit links und rechts natürlich Büschen, wo noch besser hintergekämmt werden kann, was diesen ganzen nördlichen Bereich einfach nur zu einer ja, riesengroßen Todeszone erklärt und gemixt dann noch mit Artis macht dieser Bereich einfach oder ja, gibt es keine Vorwärtsbewegung, habe ich jedenfalls noch nicht so richtig erlebt, es sei denn, das Team liegt ohnehin schon vorne und das Gegnerteam wird gerade zusammengerupft, aber ansonsten werdet ihr hier selten Bewegung sehen, ihr werdet hier eigentlich, das, wie gesagt, es reichen schon ein, zwei TDs, die können hier das gesamte, die gesamte Bewegung zum Erliegen bringen und das ist ein Grund, warum ich diesen Bereich regelmäßig meide und warum ich euch diesen Bereich auch einfach nicht empfehlen kann, egal in was für ein Panzer, ich würde es nicht machen. Ja, dann haben wir hier das schon eben angesprochene Bahnhofsgelände. Das Bahnhofsgelände ist dadurch gekennzeichnet, dass im Prinzip eigentlich alles sich auf diese ja, Trasse hier beschränkt. Hier sidescrapen dann die Mega-Heavies, die Mega-TDs und jagen sich gegenseitig Heat oder HE in die Fresse, wahlweise was billiger ist oder was mehr Erfolg verspricht. Aber das hier ist, wie gesagt, ja, eine reine statische Position und der Kampf verläuft eigentlich total statisch, nur hier durch dieses Bahnhofsgelände. Ansonsten habt ihr hier noch Schutthaufen, die es euch ermöglichen, von hier natürlich, sofern ihr den Spots bekommt, hier in diesen Bereich reinzuschießen. Seid euch aber gewiss, wenn ihr hier gespottet werdet, gibt es auch genug Kanonen, die von hier reinfeuern können. Das gucken wir uns gleich im ersten Replay an. Ja, dann habt ihr hier noch diesen Bereich. Da fahren auch immer mal ganz gerne wieder verwirrte Heavys etc. rein, aber auch hier kann ich einfach nicht empfehlen, dass ihr hier irgendwie euch positioniert, weil diese Kisten, die kann man kaputt schießen, da kann man durchschießen und dahinter stehen dann ganz gerne das ganze Areal entlang Gegner
und haben hier Möglichkeiten, Kreuzfeuer auf euch aufzubauen. Wir schauen uns das einmal ganz kurz von der anderen Seite an, da sieht es nicht anders aus. Auch hier habt ihr diesen Kanal, wo ihr hier rechts und links natürlich sidescrapen könnt. Ihr habt auch hier diesen Schutthaufen, wo ihr dann gegebenenfalls hier hinten hinfeuern könnt. Aber seid euch gewiss, wenn ihr hier versucht zu sidescrapen und zu weit mit euren Heavys zurückfahrt, dann könnt ihr hier schon beschossen werden. Also auch das kaum eine gute Option. Auch hier fahre ich wirklich nur mit super Heavys hin, wenn ich es drauf anlegen möchte, mir 1:1 Schellen ins Gesicht zu klatschen mit anderen Heavys. So ein Type 5 oder so, mit dem würde ich dann tatsächlich hier hinfahren oder mit so einem VK7201K. Aber alles, was mobil ist, da kommen wir dann gleich zu, das würde ich anders handhaben. Dann haben wir auf der offenen Pläne diese Buschreihen hier. Auch das wieder total symmetrisch auf beiden Seiten. Das große Problem, was ihr hier habt, ist, dass wenn ihr euch jetzt hier reinstellt, das machen natürlich viele gerne mit ihren TDs, aber auch mit Mediums, ist, dass ihr gar nicht bis hier drüben feuern könnt. Sobald hier drüben Ziele aufgehen, könnt ihr leider gar nicht richtig da drüben wirken. Und das nächste Problem ist, sobald ihr kompetente Scouts im Team habt oder im Gegnerteam und ihr feuert aus dieser Position, dann geht ihr auf und seid Geschichte. Für Scouts gibt es eigentlich ja nur das Bachbett. Dieses Bachbett hier durchzieht die Karte einmal komplett. Es läuft ein bisschen hier in Schlangenlinie. Aber das ist so der Bereich, wo sich Lights aufhalten sollten, wo sie den größten Nutzen haben. Ihr könnt von diesen Büschen aus sowohl, wie gesagt, dieses Areal spotten, wenn sich da TDs hinter verstecken. Und ihr könnt eurem Team super Möglichkeiten eröffnen, hier auf dieses Bahnhofsgelände zu feuern. Ja, nachdem, wie ich gesagt habe, den Norden würde ich nicht empfehlen, das Bahnhofsgelände nur mit mega dicken Heavys und diese ja an den Base befindlichen Walllinien mit Bebuschung obendrauf, so möchte ich sie nennen, würde ich auch nicht empfehlen. Was bleibt denn überhaupt noch über? Und der clevere Fuchs hat es erkannt, genau, der Süden. Im Süden, da kann man arbeiten, da kann man was machen und das solltet ihr auch tun. Am schlauesten, wenn ihr in megamobilen Mediums sitzt, in megamobilen Lights etc., dann fahrt nicht direkt über die offene Pläne mit eurem Light hier in das Bachbecken rein, sondern pusht über die Kirche oder von der anderen Seite über diese Mehrfamilienhäuser hier in das Bachbett, genau hier an der Stelle. Dann könnt ihr gegebenenfalls Lights hier hinten rauspushen. Und wer dieses Bachbett hier an dieser Stelle kontrolliert und dann übersetzen kann aufs gegenüberliegende Ufer, egal wahlweise von hier oder von hier zur Kirche und dann sich innerhalb dieser südlichen Behausung irgendwo positionieren kann, der gewinnt das Gefecht. So einfach ist es, weil, und das ist ganz einfach und kurz erklärt, hier drüben, wie gesagt, im Norden hatte ich gerade angesprochen, da findet kaum Bewegung statt, weil riesen Todesareal und weil einfach nur mega maximales Gekämpfe. In der Mitte könnt ihr nicht rüberfahren, da werdet ihr einfach gnadenlos zusammengeschossen. Und hier beim Bahnhofsgelände, da bewegt sich meistens auch nichts, sofern nicht ein Team gnadenlos in der Unterzahl ist, aber auch das ist kein Problem, weil selbst wenn euer Team hier am Bahnhof gepusht wird und ihr hier unten diesen südlichen Bereich habt, ihr habt hier so viel Deckung, ihr habt hier so viel Büsche, ihr könnt die Gegner gnadenlos outspotten und ihr könnt die Gegner gnadenlos beschießen. Also, kurzum, mit so ziemlich jedem Panzer, den ihr euch vorstellen könnt, würde ich euch persönlich empfehlen, den Süden zu pushen, den Süden zu behaupten und von da aus dann die Kartenkontrolle zu generieren. Ich weiß, das klappt nicht immer. Ich habe auch schon so das ein oder andere Team leider erlebt, die da absolut nicht mitgezogen sind. Dann ist es aber auch meistens eine sichere Niederlage geworden. Also wer den Süden hier beherrscht auf der Karte Studianski, da sage ich zu 90% gewinnt auch diese Karte, wenn man das nicht völlig retarded spielt. Wenn man das einigermaßen clever aufzieht und hier super gutes Kreuzfeuer aufbaut, dann ist der Süden eine absolute Macht. Und bevor ich jetzt hier großartig weitererzähle, schauen wir uns dazu einfach zwei Replays an. Ja, wir sind unterwegs in unserem Progetto 65 Tonnen. Ganz günstiges Setup habt ihr ja eben schon lange genug eigentlich beobachten können. Wir sind in einem 357 unterwegs. 3 Zehner, 5 Neuner, der Rest aufgefüllt mit Achtern. Wir haben 2 Artis und ich tue genau das, was ich angesprochen hatte. Und zwar fahre ich hier in Süden. Der 50B begleitet mich, umso besser. Was haben wir noch? T34 kommt auch langsam hinterher. Aber sobald hier in so einem 357 2 Zehner und dann auch noch 2 Autoloader zusammenarbeiten,
kann das eigentlich nur gut werden. Ihr seht, M46 Patton, Leopard PTA, die fahren darüber. Wir können ja gleich mal beobachten, wie viel Boden die denn gut machen. TVP, gute Information, dass der nicht hier ist. Das bedeutet, ich fahre hier gleich gnadenlos ins Bachbett, nachdem ich das gesehen hatte. Weil, wer soll mich hier stoppen? Ich denke nicht, dass der Super Conqueror schon hier ist. Der ist auch da hinten hingefahren. Also haben wir hier jetzt schon Map Control, auch wenn wir nur quasi jetzt hier in das Bachbett reingefahren sind. Der 50B ist hinter mir, T34 Scorpion, T54-1 zieht nach. Und wir haben jetzt schon quasi die Luxussituation, dass ich hier nach vorne fahren kann, diese Büsche hier ausnutzen und dann schon genau das, was ich meinte. Wir können jetzt hier schon quasi seitlich reinfeuern. Das ist jetzt hier nur ein Fenster. Ich habe jetzt hier ein bisschen Probleme, das Ziel zu finden. Aber genau das sind diese Sideshots, die ihr haben wollt und die ihr bekommt, wenn ihr denn die Karte zu euren Gunsten ausnutzt. Jetzt haben wir da vorne den Supi Conqueror. Auch der kriegt erstmal von uns in die Seite. Also, die Gegner haben jetzt eigentlich schon unterlegene Feldpositionen. Warum? Weil mich niemand davon abhält, hier auf die Heavys zu feuern. Und die Heavys können da einfach nicht durchpushen. Ihr seht das hier, wie lächerlich unser Team hinten zu fünft auf dieser kleinen Insel campt. Auch das sieht man leider immer wieder. Und wenn man die Spieler dann jetzt fragen würde, ey, was hat dich dazu bewogen, da hinzufahren? Ich wäre auf die Antworten sehr gespannt. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, falls es da jemanden gibt, der diese Position für sinnvoll erachtet. Den Patton sind wir jetzt schon los. T54-1, T34-A, MiX-50B fahren weiter. Wir sehen, dass das Gegnerteam absolut auf den Süden scheißt und das bedeutet im Prinzip jetzt schon, wenn wir nicht großartig Kacke bauen, ist das Gefecht für das Gegnerteam komplett verloren. Keine Chance mehr, weil wir jetzt hier die Möglichkeiten haben, in die Gegnerseite reinzufeuern. Ihr seht auch schon, wie weit der T54-1 da schon nach vorne gefahren ist und er wird gecovert vom 50B, vom T34 und auch wenn da irgendwo vorne was aufgehen sollte, bin ich da. Da vorne Objekt 430. Auch nicht die allerbeste Position. Ich denke mal, aber er hatte auch gar keine andere Wahl, weil sein Team überhaupt kein Interesse daran hatte, in den Süden zu fahren. Und alleine in den Süden zu fahren, könnt ihr meistens auch knicken. Das Objekt 430 ist jetzt rausgegangen durch unser Arti. Er steht zwar erst 3-2, aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt ist das Gefecht einfach, wenn wir uns nicht völlig idiotisch verhalten, schon verloren. Und so schnell geht das, so einfach ist das auf Studiansky. Und das ist leider meiner Meinung nach auch der größte Schwachpunkt von dieser Karte, dass man so sehr vom Team abhängig ist und wenn das Team einfach keine Anstalten macht, überhaupt jemals da vorzupushen, dann seid ihr relativ schnell geknickt als einzelner Spieler, könnt ihr das nicht wieder gut machen. Wir haben jetzt hier insgesamt 5 Panzer, die Kreuzfeuer aufbauen und ihr seht, wozu das führt. Der 50 TP, die Gegner sind da zwar durchgepusht mit den Heavys, aber das führt dann auch zum schnellen Ableben, weil wir halt, wie gesagt, die besseren Positionen haben. Und auch so ein Scorpion, der tut schon megamäßig weh, wenn der dann mal so ein Heavy trifft. IS-3 will da auch durchfahren, das war jetzt leider schlecht von mir geschossen, aber grundsätzlich hätte er hier auch schon rausgehen können. Im nördlichen Bereich geht immer noch nichts vorwärts. Wir haben da halt einfach ein paar Panzer, die da stehen und blocken. Auch ohne die Panzer auf der Insel wäre diese Runde wahrscheinlich schon gelaufen für das Gegnerteam. Unser 183er hält da noch die Position. Selbst wenn sie den pushen, auch kein Problem. Wir haben halt hier, wie gesagt, die völlig überlegene Feldposition. Ich kann hier in diesem Bachbett machen, was ich möchte. Und sobald euer Team so positioniert ist, dass ihr keine Kontrolle mehr über den Süden habt, wird es fast unmöglich, diese Karte zu gewinnen. So, jetzt haben wir hier noch den Super Conqueror. Ich gucke gerade, ob ich auf den Emil noch einen Schuss kriege. Ne, kriege ich nicht. Aber ich kann jetzt hier den Conqueror auch im Proxy-Spot halten. Unser Arti ist sogar, die M53 hat das gut gemacht, ist sogar mitverlegt. Ich habe jetzt da hinten die Gegner-Arti gespottet. Kann ich rausnehmen. Fangen wir jetzt hier den Schuss vom 704. Ist auch egal. Der Kollege dürfte auch nicht mehr lange dabei bleiben. Nochmal schön 1100 Spotting-Damage eingesammelt. Und ihr seht es, der Conqueror hat keine Chance mehr. Ich warte jetzt hier einfach, bis mein Magazin wieder vollgeladen ist, dann fange ich mir den einen Schuss und danach pumpe ich ihn einfach aus dem Leben. Und scheint so, als wenn der Stritzwahn und der Skorpion auch im Norden stehen, da irgendwo auf dieser Insel bei B3. Jetzt kommt unser Skorpion von hinten. Jetzt ist eigentlich gleich eine gute Gelegenheit, hier den
Conqueror anzugehen. Ich gucke die ganze Zeit nur, ob vielleicht da noch was von hinten auf mich schießt. Tut's nicht. Und jetzt sage ich mir, alles klar, ich nehme den Schuss. Getrackt. Geammo-racked. Ja, und im Prinzip geht es jetzt nur noch darum, die Gegner, die verbleibenden Gegner abzuschmatzen. Aber ich hatte es ja schon gesagt, also das Spiel war quasi für die Gegner schon verloren. Ungefähr, als ich in das Bachbett gefahren bin und die Gegner nichts entgegengestellt haben. Uns halt haben einfach im Süden machen lassen, was wir wollen. Die Schüsse sind jetzt natürlich ärgerlich, dass der Schuss hier am Skorpion vorbeigeflogen ist. Tja, der Stritzwein wird das Gefecht hier auch nicht mehr regeln. Ihr habt jetzt, das war jetzt so das Paradebeispiel für Studiansky. Im Norden ging nichts vorwärts, es wurde sich gegenseitig belauert. Bei den Heavys hatten wir zwar eine grobe Unterzahl, weil unsere Heavys schlauer waren, der 50B, der T-34, die sind in den Süden gefahren. Wir haben die Gegner da einfach ins Leere laufen lassen, haben jetzt zwar den 183er verloren, aber wir hatten so gute Kreuzfeuerpositionen, dass das Spiel, wie gesagt, von Anfang an für das Gegnerteam verloren war. Und ich würde sagen, um das nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, dass das auch mit anderen Panzern geht, gucken wir uns noch ein zweites Replay an. Ja, diesmal bin ich unterwegs mit dem guten Mailand. Das Replay ist gestern entstanden in unserem M&M-Stream. Ich sitze in meinem Stritzwein 103, Mailand in seinem 1390. 5-10 Matchup, also 5-9er, 10-8er, beste Voraussetzungen. Und auch mit meinem Stritzwein fahre ich selbstverständlich in den Süden. Ich würde niemals mit dem Stritzwein in den Norden fahren. Ich würde niemals hier in der Base stehen bleiben auf dem Hügel, sondern ich will mit meinem Stritzwein erstmal dabei helfen, den Süden zu gewinnen. Und dann kann ich nach Lust und Laune mich im Süden positionieren, um die Gegner so gut es geht abzufacken mit Kreuzfeuer auf die Heavys. Ja, jetzt habe ich dieses Replay mit Absicht genommen. Warum? Weil das Match nicht so eindeutig gelaufen ist, wie das Match, was wir davor gesehen haben. Weil wir jetzt hier tatsächlich auch so ein bisschen Gegenwehr im Süden bekommen. Und da will ich euch dann mal zeigen, wie man das vielleicht so ein bisschen handeln kann. Mailand fährt auch schon mit seinem 1390 aggressiv nach vorne, um da schon die ersten Spots zu bringen. Ihr seht das, er fährt auch nicht direkt übers offene Feld, sondern ist das Ganze eher südlich angefahren, damit er nicht aus der Base abgefahren wird oder schon in der Anfahrt gespottet wird. Das kann ich euch auch nur empfehlen, das genau so anzufahren oder vielleicht teilweise noch ein Stück passiver. Ich bleibe jetzt hier erstmal stehen, um zu gucken. Unsere beiden T10, hervorragend, sieht gut aus. Fahren hier schon zur Kirche und versuchen hier direkt genau das, was man machen sollte, Richtung Bachbett vorzustoßen, in das Bachbett reinzufahren. Also soweit, so gut, gut gemacht. Der gegnerische 1390 ist natürlich jetzt so ein bisschen Pain in the Ass. Wir haben nach wie vor Panzer, die da in den Norden fahren, die beiden Progetto 46. Ich kann es nicht verstehen. Auch unser STA-2, ich kann es nicht verstehen. Aber vom Gegnerteam das gleiche, TVP, VTU, Lorraine, Centurion. Ich glaube nicht, dass man da geile Matches haben kann, es sei denn, das Gegnerteam ist absolut verblödet. Das kann natürlich mal passieren, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Positionen gut sein sollen. Jetzt haben wir hier den ersten Schuss auf den T28 Prototyp anbringen können. Ich weiß nicht, ob er da nochmal rausfährt. Ich habe jetzt gerade geguckt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob man das Haus zerschießen kann. Hätte ich auf die Minimap schauen können. Es ist dunkel markiert. Dunkel markierte Häuser auf der Minimap kann man nicht zerschießen. Ich glaube, der Schuss ging rein. Ich glaube, der Schuss hat den Prototyp nochmal getroffen. Und ihr seht das auch schon. Mailand macht genau das, was ich auch angesprochen habe. Südliche Kontrolle gewinnen. Kreuzfeuer aufbauen. Für mich wird es jetzt Zeit, hinterher zu ziehen. Dass ich hier meine Kanone direkt platzieren kann. Jo, Prototyp geht auf mit nur noch 326 AP. Ich denke, wir haben ihn nochmal blind getroffen. Prototyp geht raus und das war jetzt vermeintlich so der letzte Gegner, der uns hier den Süden verwehrt hat. Und jetzt kann ich mich hier einfach wieder genau das gleiche, vielleicht so ein Déjà-vu wie in dem Replay davor, mich wieder hinstellen und die Heavys quasi in die Flanke abfacken. Und da reichen dann vielleicht auch schon so zwei Sumoa, die wir da stehen haben, um die ganzen gegnerischen Panzer aufzuhalten, da durchzupushen. Also ihr seht es, im Norden geht wieder nichts vorwärts. Im Norden ist wieder statisches Gefecht nonstop. Ganz im Norden noch viel schlimmer, da wird sich gegenseitig nur belauert. Die können eigentlich nur froh sein, dass es derzeit in diesem Match hier keine Arti gibt, weil sonst würden die einfach da oben weggeartet. Jeder Arti-Spieler freut sich wahrscheinlich, wenn es da so Mediums gibt, die sich so gegenüber hinstellen und sich die ganze Zeit gegenseitig offen halten, spotten und es einfach nicht vorwärts geht. Also wie gesagt, probiert es einfach mal aus, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt. Spielt den Süden aggressiv, baut Kreuzfeuer auf. Das ist der
beste Weg zum Erfolg in World of Tanks auf der Map Studiansky. 3-2 steht es für unser Team. Mailand macht genau das, was so ein Scout hier auf der Karte gut machen kann. Macht in der Mitte die ganzen Heavies auf, spottet da und wir können hier schön einen Treffer nach dem anderen setzen. Jetzt kommt da vorne noch, leider das Objekt 257 ungünstig erwischt, nicht durchschlagen. 53 TP piekt auch daraus. Wir kriegen sogar jetzt den Spotschaden auf den 53 TP. Vielleicht kommt hier der T-44 nochmal hoch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nochmal 393. Also, ihr seht ja schon, das Prinzip ist, denke ich, klar geworden. Jetzt wird es halt hier ein bisschen spannender, weil unsere Panzer ein bisschen da, ich glaube, gegen den Frosch sich aufgeraucht haben. Und der Sumoa und unser T10 da jetzt gerade arge Probleme kriegen, da weiter zu pushen. Manchmal wäre es dann auch nicht so ratsam, da sofort versuchen weiter zu pushen, gerade wenn da TDs in der Tiefe stehen, sondern erstmal den Vorteil auszunutzen, dass man hier Kreuzfeuer hat, den Süden zu behalten. Nicht dann überaggressiv werden, auch das ist eine Sache, die ich hier mit dem Replay ganz gerne noch an den Mann bringen möchte. Genau dieses Beispiel, was wir jetzt gerade haben mit den beiden T10 und den Sumoa. Ihr dürft natürlich da auch nicht überaggressiv werden und um Teufel komm raus, da dann über die Gegnerbase pushen. Das kann man relativ einfach hier auf der Karte dann doch verhindern, sondern ihr solltet einfach nur zusehen, dass ihr den Süden weiter besetzt haltet und dass ihr dann quasi das Beste aus dieser Position macht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich hier die Kollegen, den Forscher und den Charity auch aufhalten kann. Ich habe ja auch einen guten Tarnwert, ich spotte die und kann dann selber hier auch noch reinwirken. Vielleicht kriegen wir jetzt hier den... da kann ich nicht durchschießen. Okay, die Forscht kommt. Das ist für mich der Moment, wo ich sage, alles klar. Füße in die Hand nehmen, erstmal ein bisschen Abstand wieder gewinnen. Und ihr seht das da hinten, die beiden Stritzwands zum Beispiel auch. Total useless. Der Udes, total useless. Das sind halt so diese Positionen. Ihr steht da die ganze Zeit, die stehen da die ganze Zeit in ihrem Busch und sie werden einfach keine Treffer bekommen. Jetzt können sie irgendwann wahrscheinlich loslegen zu feuern, wenn die Heavys da durchpushen. Also diese Position eignet sich dann ganz brauchbar, wenn man quasi den Norden verloren hat, um dann den Heavys das weitere Vorstoßen zu verwehren. Dann kann man da wirken, aber zu Anfang des Gefechtes sich da hinzustellen und dann einfach zu warten, dass das eigene Team verkackt, ist auch nicht, denke ich, der Weisheitsletzter Schluss. Von daher, wenn ihr dann seht, okay, der Norden wird verloren, dann könnt ihr euch da positionieren. Aber ich würde mich da nicht von Anfang an hinstellen und einfach nur warten, so lange, bis dann irgendwas in eure Kanone reinfährt. Auch mit den Stritzwand S1 oder mit den UDES hätte man das genauso spielen können, wie ich jetzt hier mit meinem Stritzwand. Und dann wären wahrscheinlich die meisten gegnerischen Heavys schon tot. Jetzt habe ich hier den Chariot hier gespottet, aber war leider nicht schnell genug im Siege-Modus. Also ob ich jetzt in dem Stritzwand 103 hier in diesem Matchup sitze oder im Stritzwand S1, macht da dann auch nicht so den allergrößten Unterschied. Wie gesagt, die Kollegen hätten auch mit in den Süden pushen können und dann hätten wir da mittlerweile schon alle Heavys, denke ich, rausgenommen. Okay, wenn die Frosch jetzt auf mich pushen will, I take it. Ich bleibe jetzt hier einfach stehen. Selbst wenn ich mir ein, zwei Schüsse vom Frosch fange, kann ich ihn doch ziemlich einfach hier rausnehmen. 6-8 gegen uns, aber wir sind nach wie vor ganz gut aufgestellt und wir geben den Süden nicht auf. Im Norden ist wieder nichts passiert. Unsere Kollegen haben sich im Norden ein bisschen abfarmen lassen. Die Heavys können da aber auch nicht wirklich vorrücken, weil wir da jetzt diese ganze Armada aus Schweden-TDs stehen haben. So, erster Treffer auf den Fosch. Er kann jetzt wahrscheinlich noch einmal zurückschießen, dann müsste er aber raus sein. Er hat daneben gedonkt und ist jetzt draußen. Chariot hier kann sich ja nochmal versuchen. Ne, traut er sich nicht. Und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass wir hier den Chariot hier rauspushen, dann den Löwen. Mailand nimmt, glaube ich, gerade den Löwen aufs Korn. Der hat HE auf ihn geschossen, hat ihn nicht penetriert. Und Mailand kann hier den Löwen rausnehmen. Und der Chariot hier sollte hier eigentlich auch nicht wieder wegkommen. Dann ist noch der T-44. Ich bleibe jetzt hier einfach nochmal ganz kurz stehen. Aber was wir jetzt hier gerade erfolgreich machen, ist, wir verwehren quasi dem Gegner
dass sie hier jetzt in der Lage sind, Kreuzfeuer aufzubauen. Die Gegner sind jetzt ein bisschen in meine Kanone reingefahren. Wir konnten am Anfang, wie gesagt, ein bisschen Kreuzfeuer machen. Unsere Heavys sind dann ein bisschen zu aggressiv in Richtung Gegner-Cap gepusht. Ja, ich kann nur so viel dazu sagen, wie gesagt, wenn die beiden Stritzwans mitgekommen wären oder Stritzwan und Nudes, dann hätten wir hier mit den drei Schweden-TDs die Heavys schon längst auseinandergerupft und dann wäre das Match wahrscheinlich schon vorbei. So ist es noch zum Schluss ein bisschen spannender geworden. Ich pushe jetzt hier einfach nach vorne und gucke mal, ob ich den 53 TP jetzt mit dem Scherenfernrohr aufbekomme. Aber zu gewinnen ist das Match auch nicht mehr. Warum? Weil wir kontinuierlich durchgehend Kontrolle über den Süden hatten. Im Norden haben wir immerhin noch ein Progetto behalten. Die meisten sind im Norden verreckt. Die gegnerischen Heavys konnten aber auch kein Profit daraus schlagen, sich da im Norden durch das Bahnhofsgelände durchzuschlagen. Warum? Weil sie danach dann aufs offene Feld getroffen sind, auf diesen Wall aus Stritzwans. Und das Gegnerteam hatte eigentlich zu keiner Zeit Kontrolle über den Süden, was bedeutet, dass wir hier ohne Probleme kurzen Prozess machen konnten. Ich hoffe, die Message ist klar geworden. Also ich hoffe tatsächlich, dass das, was ich jetzt hier zeigen wollte mit den beiden Replays, ich könnte jetzt noch 5-6 andere Replays zeigen, wo es genauso gelaufen ist. Meine Meinung bleibt, diese Karte wird ausschließlich über den Süden gewonnen und der Norden dient eigentlich nur als Pufferzone bzw. als Verzögerungszone. Wer aggressiv spielt, wer dem Spiel seinen Stempel aufdrücken will, der fährt durch den Süden, gewinnt den Süden, baut Kreuzfeuer auf, zack, ist die Partie durch. In der ersten Runde ging es ziemlich schnell, jetzt in der zweiten war es ein bisschen mehr tricky, weil das Gegnerteam dann doch nicht ganz kampflos den Süden aufgegeben hat. Falls ihr in ein Team kommt, wo das Team von vornherein den Süden aufgibt, dann versucht noch für euch selber das Beste rauszuholen, macht noch die meisten Schaden, wo es nur geht. Vielleicht habt ihr Glück und die Gegner werden übermütig, aber wer den Süden nicht hat, hat eigentlich zu 90% diese Karte verloren. Falls euch das Video geholfen hat, falls es euch Spaß gemacht hat, falls es einiges an Fragezeichen gelöst hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!